Hi Leute, willkommen zum nächsten Teil meiner Let's Play Gameplay Reihe World of Warcraft Burning Crusade in der Classic Version. Wir sind unterwegs auf, nein, nicht auf, aber in Richtung 70. Ich habe jetzt ein paar Mal Bollwerk gemacht, wollte jetzt eigentlich noch, ja gut, ich weiß, jetzt bin ich 3 Wochen zu spät dran, wollte jetzt eigentlich noch Blutkessel machen, finde aber keine Gruppe, deswegen dachte ich mir, okay, questen wir jetzt mal wieder ein bisschen. Vielleicht schauen wir später noch mal ein bisschen in Blutkessel rein. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß in dieser Folge. Ja. Nehmen wir erstmal schnell alle Quests an, die wir hier haben. Blutschrecken töten. Achso, der hatte noch eine Quest. Okay, geh ich gleich wieder hin. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Das Ende der Legion rückt näher. Gute Gesundheit, langes Leben. Oh, das sind noch genügend Quests. Dahin. Ne, da war ich noch nicht. Also, war ich schon, aber das ist schon ein paar Jahre her. Da unten läuft er. Oder sie. Arkenon Poros. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Wir werden überleben. Friede sei mit euch. Nun geht. Seid gesegnet. Lasst stets Barmherzigkeit walten. Ja, das waren alle Quests, glaube ich. Habe ich hier irgendwas? Lebensmittel, Getränke? Brauche ich gerade nichts. Da irgendwas machen? Nö. Nee. Kochen sowieso nicht. Na gut, okay. Dann schauen wir mal, wo wir zuerst hingehen. Ich würde sagen, ist das abgeschlossen. Dann gehen wir doch gleich dahin, oder? Ich habe übrigens noch die Gruppe hier, die Gruppensuchgruppe laufen, weil ich doch hoffe, dass ich noch irgendwie Blutkessel in der Gruppe finde. Mal schauen. Kaum Gift aufgetragen, schon geht das Ganze viel schneller, ne? Thank you.
Welche Taste? Mensch. Die Naru haben uns nicht vergessen. Verliert euren Glauben. Was steige Ausdauertempo? Ich brauche da gar nichts davon. Also gut, schauen wir mal, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, das hier. Ach, hey. Jetzt noch ein paar und hier unten gibt es noch ein bisschen was. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal hier oben. Dann schauen wir. Das war da in dem. Ne, es war das Gebiet. Unten noch ein geweihter Kristall. Den müssen wir auch noch besorgen. Ja, haben wir schon noch einiges zu tun. Aber eigentlich bin ich fast geneigt, dann runterzugehen, oder? Zuerst. Dann hier hinauf. Ach, das ist das Ding, ja genau. Ich würde sagen, ich fliege zur Ehrenfeste, dann gehe ich hier runter, mache die Quest schnell und dann gehe ich hinauf. Ja, genau. So, machen wir das. Das klingt nach einem Plan. Ich will bloß das den Flugmeister finden. Ich glaube, der war hier, oder? Ja. Seid herzlich gegrüßt. Ja, ich weiß. Sitz halt auch ab. Ja, mal kurz zur Info. Ich habe 9 Runs gemacht im Vollwerk. Habe mich ein-, zweimal verklickt, habe ein-, zweimal Pech gehabt. Hab bekommen diese Mitternachtsschärpe der Wandlung. Was war es noch? Diese Garottenschlinge. Und die zwei Schwerter. Einmal den Schattenspalter. Beziehungsweise der hier war Questbelohner, genau. Also die drei Sachen habe ich bekommen. Die Garottenschlinge, den Schattenspalter und die Mitternachtsschärpe. Alles andere habe ich entweder aus Quests oder ja noch von früher. Also ich arbeite noch ein bisschen an meiner Ausrüstung. Aber auf jeden Fall bin ich nicht mehr ganz so Kanonenfutter wie bisher. Also ich kann mich auch ein bisschen wehren inzwischen. Wäre es Knotenhautleder? Wie weit bin ich da? Ja, kurz davor. Okay. Aber das wird sich wahrscheinlich hier unten dann geändert haben. Ich glaube, dass da unten ziemlich viele Wölfe, glaube ich, sind gewesen sind, die man häuten kann. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu sehr überfarmt ist und dann wird es schon passen.
Haben wir nochmal schnell Bollwerk. Nilsuchtgruppe für Blutkessel. Oh, Bollwerk. Ja, vielleicht schaue ich später dann mal nach Blutkessel. Mach erstmal eine Reihe Quests. Da wir geschickte. Also, was brauchen wir da unten? Leuchten den geweihten Kristall. Man kann nicht glauben, dass es so wenige gibt, die noch Instanzen gehen, wenn ich sehe, was hier so rumläuft. Ah, toll. Okay. Muss ich wohl anders angehen? Vielleicht sollten wir doch die Quests vorher lesen. Also ich muss sie nicht bloß töten, sondern kurz vorher noch den Kristall irgendwie anwenden. Warum macht man es? Funktioniert es doch schon, oder? Ja, das war schon, oder was? Super. Okay, dann auf nach da drüben. Schauen wir uns mal die ganzen Wölfe hier an. Ach so, ja, die farmen diese... Oh, was sind das hier? Mana-Partikel, glaube ich.
Ach, die Dinger sind es. Okay. Ja, nicht heute, ne? Okay. Und heute nicht. Alphas und Welpen, genau. Ach, und da sind die Dinger auch noch dabei. Ah, jawohl. Kann ich auch nicht halten, das ist doch Blödsinn. Kommt denn der her? Widerstehst du? Zu wundern. So, Welpen habe ich ein paar.
Oh, da fehlt mir noch ein Welpe. Okay. Ich muss nicht. So, ein Steinsichel Alpha brauche ich noch. Das ist der da. Der gehört mir. Alpha? Dann haben wir da alle. Machen wir als nächstes. Müssen wir noch eine Schwarzkrallenklaue. Die ist irgendwo in einem Bau. Das könnte der Bau da hinten sein. Ah, schaut gut aus. Also Questi sagt mir, dass ich nicht ganz verkehrt bin. Dann würde ich schon passen. Aber kleine Höhle hier, oder? Oh ja. Das ist zu weit entfernt. Thank you.
Wäre schön gewesen, wenn mich der Paladin heilen hätte können. Also ich glaube schon, dass der irgendwie mit mir den machen wollte. Einmal er, einmal ich. Aber letztendlich hat es halt dann doch nicht gelangt. Und klar, der Pala konnte mich nicht heilen. Ich habe vielleicht am Anfang ein wenig Eichel Aggro gezogen. Ja gut, okay. Ich bin sie aber auch nicht mehr losgeworden. Von daher, blöd. Ich hoffe bloß, dass er den jetzt besiegt hat. Und dann machen wir das Ganze andersrum noch. Soll er ein wenig Aggro ziehen und dann... Sollte es passen. Danke. Das hat doch gern gemacht. Schauen wir mal, dass ich ihm ein wenig helfen kann. Ich hoffe nicht, dass der Mensch hier dazwischen kommt. Komm, hau rein. Ja, das war ein netter Blutelf-Paladin. Das ja, war cool. Gehen wir mal ab, oder? Na, schauen wir mal, was wir da drin machen können. Ja, sowas mag ich. Man kann sich nicht unterhalten, weil man in-game natürlich eine andere Sprache spricht. Und ja, dann hilft man sich trotzdem mal. Man muss nicht immer einen Gegner nur für sich beanspruchen. Man kann gerne auch mal den anderen einen Vortritt lassen oder helfen und danach nachstehen. War ja auch so, der Mensch hier hat ja auch gerade mitgeholfen, der Menschpaler.
Klar, es war nicht sein Mob, aber der andere war alleine, so wie ich vorhin. Einfach mal ein bisschen miteinander spielen, auch fraktionsübergreifend. Dann macht das Spiel gleich viel mehr Spaß, finde ich. Sind so die kleinen Momente, die das Spiel so richtig angenehm machen. Boah, im Gegensatz zu dem Moment hier. Irgendwann krepiere ich nochmal an einem so einen Teufelshäscher. Teufelshäscher. Habe ich aber bis jetzt noch nicht geschafft in dieser zweiten Auflage von Burning Crusade. Ich will da nicht durch. Ich will die nicht alle killen müssen. Ich will einfach bloß meine Quests abgeben. Dann Level 63 erreichen. Ja, dann schauen wir mal weiter. Komm Augen zu und durch. Nee. Will nicht. Ah, cool. Einmal außen rum. Ja, den werde ich nicht los. Ich hoffe, ich bin schnell genug, dass ich nicht absitzen muss. Ja, passt. Alles gut. Ah, der Speer. Vanura. Also die Speerin eigentlich, denke ich. Wartet schon auf mich. Südliche Raubtiere, ja. Eine. Erinnert euch an die. Nächste haben wir hier. Ikan. Oh, Zuchtmeister habe ich noch nicht. Die Matriarchin habe ich gemacht. Intelligenz brauche ich nicht. 2 Gold 78, mach mal 2 Gold 78. So, und dann oben auf. Ja, schaut so aus, als ob ich es noch nicht ganz schaffe hier. Auf Level 63 bin ich dann. Gesegnet. Mir ganz was fehlt noch. Doch auch hier oben, oder? Es fehlen noch knappe 30.000, okay. Sind wir doch noch ein wenig weit weg, wissen davon. So, jetzt haben wir die Wahl. Gehen wir dahin oder gehen wir dahin? Ich würde sagen, wir schauen mal dahinter, oder? Die Perlen brauchen wir und diese Schleime und Terrorbestien, also reine Killquest. Ah, machen wir die mal. Haltbarkeit aus. Waffenhändler, reparierst du auch? Kommen, stöbert nach eurem Belieben. Sehr gut. Okay. Den haben wir gesagt, bräunet, bräunet. 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 Nein. 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 Bei dem weiß ich noch nicht. Was habe ich denn angelegt? Ich habe angelegt Ausdauer und Angriffskraft. Wäre natürlich zum Questen, wäre das schon besser, oder? Bis Reduzierung der Bedrohung. Okay, das bringt man beim Questen jetzt auch nicht allzu viel. Aber das wird nicht weggeschmissen, das muss ich anlegen, wenn ich irgendwo in Instanzen reingehe oder so. Wie schaut es mit Fähigkeiten aus? Kann ich Schloss knacken schon wieder? Nicht? Dann. Okay, dann gehen wir mal weiter. Thank you.
muss ich denn hin? Ich glaube dahinter. Mal schauen. Ah, warum habe ich das nicht fertig gemacht? Wir mal in Ruhe aufessen. Ich trinke dabei einen Schluck Kaffee. Denke ich in WoW einen Begriff für Kaffee? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Also wenn es einen Begriff gibt für Kaffee, würde mich mal interessieren. So, bestimmt habe ich es auch schon gemerkt oder gesehen, aber irgendwie kann ich mich zumindest nur noch dran erinnern. Dahinter eigentlich? Keine Ahnung. Ah, da, dann auf. Wahrscheinlich. Was muss ich da machen? Ahnenperlen. Hört sich irgendwie nach Magiern an. Ach, das werden wir der Ochse, ne? Ich vernichten muss. Ja, genau. Grunze! Der muss ja was sagen, weil es nicht sehr schwierig, oder? Wir haben alle kein Leben, ne? Runenstoff, Nässerstoff. Okay. Aber die Perlen wären cool. Ah, ich hab schon eine, cool. Ah, das sind die Perlen gewesen. Okay. Der Stoff, den schiebe ich glaube ich dann auf, den brauche ich dann später nochmal. Weil ich muss ja noch machen. Was sind wir daheim? Da waren einige Quiz, glaube ich. Oder ein paar. Oh Mensch, immer dieses Durchgereide. Ah, Glück gehabt. Ich bin außer Reichweite. Das ist ziemlich entfernt.
Und ich könnte hier stehen bleiben und könnte ihn immer fertig machen, immer den gleichen. Hat er dabei gehabt? Was für Stoffis. Vorher ein Langbogen. Ich glaube, ich bleibe irgendwie hier oben. Da gefällt's mir. Schön, wenn es hier noch irgendwo Truhe gewesen wäre. Aber nö. War da nicht noch irgendein Jäger hier? Viermal gekillt, da taucht er nicht mehr auf, oder was? Unglaublich. Kann ich mit dem mal anlegen? Aber ich glaube, den muss ich dann später auch noch killen. Da hilft ja nichts, komm. Auf! Hinein ins Vergnügen! Oh, der Hund ist geflüchtet, oder was? Ich wollte noch Perlen haben. Du hast ja keine Perlen dabei. Wie viel fehlen mir noch? 5. Oh, aber das ist ein blöder Jäger. Hier. Nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Was macht denn der? 4300, was habe ich? Wie viel? 20 Sekunden? 30 Sekunden? Halbe Minute? Okay. Trinke ich nochmal Kaffee. So. Auf geht's.
Ahnenperlen. Ich brauche Ahnenperlen. Müsstest doch eigentlich welche dabei haben, oder du auch? Egger hat keine dabei, okay? Ich geb's auf. Also ich geb's nicht auf, aber ja, ich glaub's, dass der nichts hat. Aber der hat was. Auch nicht. Ey. Sind das bloß die kleinen Peons oder Pions oder wie heißen die? Nicht genug Energie. Wir haben den Nährsalzstoff. Auch gut. Ja, die Grunzer haben auf jeden Fall was dabei. Ich will da durch, komm. Ich muss das anders legen. Das geht so nicht. Ist in der Folge schon zum zweiten Mal passiert. Alles ausgelöscht? Nee, denk nicht, oder? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nix. Aber ich bin gleich 63, füllt mal auf. Da was dran? Das Buch. RNA. Sind noch 6 Stück. Okay. Ach ja, die gilde Schwerte des Königs suchen genau mich. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie.
Oh, was haben wir? 7 Perlen haben wir. Hört sich cool an, der kleine Skorpion. Ab wann gibt es eigentlich Haustiere? Also Haustierkämpfe? In Burning Crusade noch nicht, oder? EZ. So, Level 63. War doch gar nicht so schwer. Was brauchen wir noch? 3 Perlen. Ei. Die Perlen vor die Säue werfen. Oder wie heißt das Sprichwort? Ich bin außer Reichweite. Eine Perle noch, oder? Wenn ich das richtig überblicke. Mal, wo wir die finden. Gehen wir nochmal zu unserem Anfangsspot da oben zurück. Ne, da war er. Ist er doch. Ein paar Erfahrungspunkte machen wir danach schnell fertig. Ich habe nicht genug Energie. Nicht. Oh, dann schauen wir mal. Quest abgeben dahinter. Oder die machen? Geh mal die Quest ab. Wow. Könnte man da unten vielleicht noch ein bisschen was machen.
Komm. Ich habe nicht genug Energie. Nicht genug Energie. So, einmal Quest abgeben, bitte. Es geht eigentlich. 334 DPS ungebufft, also ohne irgendwelche Tränke oder irgendwelche Buffs von Palas oder sonst irgendwas. Schamanen. Nee, passt eigentlich. Bin ich zufrieden. Also ja, kann natürlich mehr sein, aber. Ne, machen wir auch noch schnell fertig. Kann mehr sein, muss ja nicht. Ich habe hier Burning Crusade mit deutlich weniger angefangen. Ich glaube, da war ich so um die 230 oder so. Kann ja noch. Also wie gesagt, auf jeden Fall deutlich weniger und nur durch die Schwerter, die ich habe, ein bisschen ja, passende Werte, habe ich also schon deutlich mehr FPS, FPS nicht, aber DPS. FPS habe ich nicht mehr. Oh Mann. Was braucht man? Eine Halskette? Brauche ich eigentlich? Stärkebräu nicht, Ausdauer. Stärkebräu wirklich nicht. Trefferwertung wäre in Ordnung. Also nur für die Trefferwertung könnte ich es fast machen. Mir fehlt halt dann Angriffskraft und kritische Trefferwertung. Aber grundsätzlich brauche ich in erster Linie mal Trefferwertung. Was bin bis jetzt dann Trefferwertung? 48. Hätte ich 60. Was ist mein Cap? 442. Ah, ich nehme es mal mit. Auf die 3 Gold kann ich verzichten, glaube ich. Meine Zauberschaden. Nehmen wir die mit. Wo? Wegen Watten oder was? Machen wir doch. Seid herzlich. Sühne. Tempel mit irgendjemandem sprechen. Der Tempel war hier unten irgendwo, oder? Oh na, ist da oben. Ach, ich bin im Tempel. Okay, wer lesen kann. Geschlossen, aber ich Ruf habe ich nicht gekriegt, oder? Möge das Licht euch umarmen. Oh, Exodar hat sich um 10 verbessert. Ich will Exodar, ich will Ehrenfeste. Die Ruinenwand, die hier. Da habe ich auf jeden Fall ganz schön viel Quests. Da habe ich noch ein paar. Und da oben habe ich, glaube ich, 2. Gut, jetzt schaue ich nochmal schnell zur Ehrenfest hinüber. Schau mal, was mir da der Rüstmeister noch geben kann. Ich weiß nicht, ob ich da geschaut hatte, wo ich hier respektvoll geworden bin. Auf jeden Fall mal ein bisschen was verkaufen hier. Das schadet auf jeden Fall mal nichts.
Achtel können wir auch noch schnell verkaufen. Kinder können wir noch schnell verkaufen. Okay. Also schauen wir mal schnell. Was hat er mir denn zu bieten? Windschleifen hatte ich nicht. Der Zauberkunst, Lederverarbeitung fehlt mir noch. Wohlwollend bin ich Kobra-Hautbeinrüstung. Ich hab's ja noch nicht dabei, ne? 335, was bin ich gerade? 322. Anwarten. Wohlwollend, wohlwollend. Wohlwollend. Das Schwert habe ich daher, genau. Zaubertrefferwertung beendet, respektvoll. Hilft mir jetzt gar nichts. Schauen wir mal. Ruf Ehrenfeste bin ich wohlwollend. Mir fehlen noch Heal. Okay. Glück wieder Erneuerung 70 muss ich sein. Die Patronen brauche ich nicht. Ja, da muss ich überall 70 sein. Okay. Ehrfürchtig auf der Ehrenfeste. Ja, okay, alles klar. Dann weiß ich da mal Bescheid. Brauchen wir jetzt da also noch nicht wirklich groß drum kümmern. Nee, ich bin kein Tank, aber trotz allem. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß in WoW oder bei meinen Videos oder bei was auch immer. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns demnächst wieder und bis bald. Ciao, ciao.